Alter, man sieht jetzt schon, was uns alles erwartet. Das wird so zum Kotzen. Überall Gegner. Ich brauche mehr Zeit. Ah, schade. Die Fähigkeit geht nicht nach unten. Auf eine andere Ebene. Scheiße. Naja, was soll's. Haben dann noch Zeit, bis wir die ersten Champions treffen. Die sind auf der anderen Seite. Ich frage mich nur, wo es lang geht. Menschen. Ah, die werden versklavt von den Zukuben. Die wurden quasi verführt. Dass wir hier noch was Lebendes sehen. Geil, man kann es sogar auf der Karte erkennen. So, komm, die befreien wir. Da haben wir mehr Anhänger. Da, wo sind sie? Achso, da. Die helfen uns. Die Menschenleins. Falls das überhaupt noch Menschen sind. Wer hier in der Hölle landet, ich weiß nicht. Warte mal, hier ist noch eine. Fesselt noch eine. Ah, ich komme nicht ran, so jetzt. Betäuben. Auch da. Um für meine Freiheit zu bezahlen, bleibt mir nichts als mein Fleisch und Blut. Komm, die Gebieterin der Lust lauert dort unten. In der letzten Ebene. Oder kommt da noch was? Kennt euch hier doch aus, sagt es mir bitte. Die Gebieterin der Lust hat uns mit ihrem verdammten Versprechen gelockt. Ich werde nie vergessen, was sie mich tun ließ. Ich will es gar nicht wissen. Ah, oh, meine Balliste erledigt. Sich mal so anguckt, die weiß nicht, so ein bisschen aus wie Eunuchen. Ich brauche mehr. Da sind die Champions. Ja, wir wussten ja, dass sie kommen. Verseucht Blocker, Lebensband. Verseucht ist klar, Blocker auch. Lebensband. Achso, die haben alle nur ein Leben. Also ein Leben haben die nur. Die haben nur ein Leben. Also nein, quasi, die teilen sich die Scheißleben. Die Geister müssen uns nur auf einen konzentrieren. Aber es glaube ich effektiver, wenn wir alle ein bisschen angreifen. Aber ich glaube, die Menschen sind gleich down. So. Bleib mal auf dem hier. Den, aus diesem Butcher, oh Gott. Warte mal auf, ich komme hier raus. Ich weiß auch nicht, wo ich mich hinstellen soll. Ich warte immer noch. Mann! Solange ich nicht so geblockt werde, dass ich nur noch im Gift stehen muss, ist noch alles gut. So, das war's gleich. So, hier, stirbt. Sterbt. So. Ja, ich glaube, die Menschlein sind tot. Ja, die sind alle gestorben. Aber sie hatten ja eh keine andere Wahl. Wenn dann die ewige Folter oder der Tod. Oder hätte, oder vielleicht nicht im Gift stehen und mit mir entkommen. Noch ein Boss. Ich brauche mehr Zeit. Was hat der denn für Fähigkeiten? Verseucht, abschirmt und elektrisiert. Oh. Oh, verdammt, die Diener haben echt so viele Lebenspunkte. Was? Jetzt würdest du nur gegen Boss kämpfen. Also, das Spiel wäre nur gegen Champions. Das kann ich nicht tun. Gott. Schade, dass wir keine Menschlein mehr haben. Das wäre nicht sehr weise. So, hier, ich bleibe mal auf einen. So, geht weg. Oh, da ist er genau hinter mir. Noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, wo du dich noch hinstellen sollst. So, jetzt habe ich das. Hier sind wir nur immun. Ich glaube, kann man die nicht betäuben oder was ist damit gemeint? So, jetzt der Boss. Und der ist auch schon fast tot. Die Bulle, die kommen random anscheinend hier aus der Hölle. Wenn ihr mein Spielzeug wegnehmt, werdet ihr dann seinen Platz einnehmen? Welches Spielzeug? Menschlein? Ich habe aber keine Lust zu spielen.
Da ist ein Erfahrungsbrunnen. Warum sind das überhaupt Tiere? Sind das immer noch Dingsbums? Arkan verzaubert, Schänder elektrisiert. Da sind immer noch Satyren, nur Protest gestellt worden, aber Satyren, die noch weiter dämonisiert werden, sind ja dann Dämonen und keine Tiere. Würdest du sowieso niemand Tier beschimpfen? Das kann ich nicht tun. Oh Gott, Schänder ist dieses hier, dieses Blubbern. Ist das Blut? Das ist es geht zu Ende. Oh Gott, oh Gott. So. Es geht zu Ende, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Das Tolle ist natürlich bei Schänder ist, dass wenn der stirbt, dass sein Platz in die Luft fliegt. Noch nicht bereit. So, wieder einer. Nur abschirmt, habe ich noch nicht so kapiert, was das ist. Das weiß ich immer noch nicht. So. Jetzt müssen wir hier auch links und dann hoch. Und dann sind wir wieder am Ende. Was haben wir denn Feindes hier eingesammelt? Schulter. Ich will nie wieder eine Treppe sehen. Besseres Amulett. Ja, stimmt, das geht einem echt auf die Nerven. Und ich finde, das ist sehr. Es streckt das Spiel ziemlich, muss ich sagen. Weil ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber. Wozu laufen wir nochmal durch so einen Turm? Warum gibt es noch einen Turm der Verfluchten? Ich warte immer noch. Das ist doch reines. Weiß nicht. Oh, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das Spiel ist sonst zu kurz. Wir entwerfen einfach dasselbe Level nochmal. Und nur mit einem anderen Namen. Oh, Speicherpunkt. Das Herz der Verfluchten. Okay, ich glaube, wir werden jetzt gleich nochmal gegen die Gebieterin der Lust bekämpfen. Kämpfen. Das könnte jetzt interessant werden. Ich hoffe, wir können sie diesmal besiegen. Ohne, dass sie verschwindet. Okay, die ganze Zeit keine Gegner. Ich denke mal, es wird jetzt einen Bosskampf geben. Also ist bis jetzt immer so gewesen, dass ein Bosskampf immer dann kam, wenn hier keine Gegner sind. Oh, da wartet sie schon auf uns. Okay. Dann Charmkanonen auf 100% setzen und los geht's. Oh ja, auf das hier habe ich mich gefreut. Okidoki. Und los geht's. Wir haben jetzt ein klares Ziel. Und dann schauen wir mal, was sie kann. Sie kann auf jeden Fall Spinnen beschwören. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Und es gibt noch... Oh, und sie kann uns langsamen. In welchem Zusammenhang das steht. Und man kann sie betäuben. Cool. Das ist ja leicht. Wenn man sie betäuben kann, dann macht das so einfach. Kann ich sie ein bisschen aufhalten. So. Wozu gibt es noch ein Sündenherz? Warum gibt es mehrere Sündenherze? Das ist... Haben wir das Richtige überhaupt zerstört? Oh Gott. Ihr oh, werdet um Gnade betteln. Und ich werde lachen. Okay, ich glaube, jetzt zieht sie sich zurück für eine andere Aktion. Und die Sache, was sie jetzt gegen... Ach so, sie beschwört sie nur. Ich brauche mehr Zeit. Okay, das werden doch ein bisschen mehr. Da ist sie wieder. Das werden ja schon viele Viecher. Aber die gehen eigentlich relativ schnell tot. Oh Gott. So. Und unser Massaker, da steigt ja eh noch die ganze Zeit. Wo ist sie denn eigentlich jetzt? Was willst du mich essen? Noch nicht bereit. Wo ist sie denn? Da. Okay, die macht das anscheinend nicht nach Lebenspunkte, sie macht das immer nach dem Timing. Das heißt, nach einer gewissen Zeit haut sie ab. Ist aber nicht relativ stark, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen schwerer, weil da muss ich bis hier mich mehr bewegen. Hier ist es nur, dass ich die Phase mit den Spinnen überlebe. Und sie dann erledige. Mehr Zeit. Besten Ulti für die Viecher. Ah, da ist er. Na, ja, jetzt kommst du mir nicht. Jetzt weiß ich nämlich, was ich machen muss. Seid doch mal hier. So, ihr geht mal weg. So. So, jetzt hier volle Breitseite. Ich warte immer noch. Eigentlich ist es nicht schlimm, wenn ich verlangsamt werde. Vor einem wie euch verneigen. Oh doch, du wirst vor mir knien. Du wirst dich ganz tief bücken. Ich brauche mehr Zeit.
denn jetzt schon wieder? Oh, Erfahrung. Soll ich die aufheben? Zusammensammeln die Scheißdinger schon mal. Wo ist sie? Ich hab's doch gerade gelesen, da. So, jetzt hier, komm her. Stopp! Okay. Gleich, aber. Ich lasse ihn nicht nochmal hochgehen. So, hier. Das war. Ich bin überlastet. Na, klasse. So, das war sie mal. Als Mutan steht zwar all seinen Leutnants nah, aber an Sydea liegt ihm besonders viel. Die Gebieterin der Lust ist ebenso schön wie grotesk. Sie hat den Oberkörper einer Frau und die Beine einer Spinne. Ihre Stimme soll weich wie Honig sein, doch sie spricht nur Worte des Todes. Hm. Ich tausche mal kurz die Ringe hier. Hier ist auf jeden Fall der Schaden auch wieder besser, Erholung besser. Okay. Okay, Leute, dann gehen wir erstmal nach Hause. Achso, erstmal machen wir natürlich das Sündenherz kaputt. Denn jetzt kann uns ja keiner mehr aufhalten. Verzauberin, machst du noch was? Flatsch. Wir haben es geschafft. Tötet Asmodan im Herzen der Sünde. Okay, Leute, ich denke mal, wir werden nicht nur jetzt mit ihr abgerechnet haben. Wir werden auch der Kern des Areads. Okay. Aber wir gehen erstmal nach Hause, bevor wir in den Kern gehen. Und dann können wir gegen Asmodan kämpfen. Ob ich das heute noch mache, ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nur mal eine ganz kurze Aufnahme machen. Aber, weiß nicht. Ich fand hier den Kampf jetzt gegen Zendaya nicht so schwer, finde ich. Also, das war relativ leicht. Da ärgert es mich wieder, dass ich nur auf Meister spiele. Ich denke mal, auf Qual wäre schon ein bisschen interessanter geworden. Aber, war schon cool. Also, es macht jetzt mehr Spaß, muss ich sagen, auf Meister. So, wie schaut's aus? Tyrael sagt auch nichts mehr Neues. Wo ist der überhaupt, der alte Haudegen? So, das können wir alles verarbeiten hier. Erstmal alles rasieren. Und die Superwaffen, die tolle Ausrüstung kommt ja dann mit dem nächsten Level. Wobei, nee, wir warten. Wir warten auf jeden Fall noch. Auf Level 60, würde ich sagen. Auf Level 60 und dann können wir hier durchstarten. Oh, unser Amulett. Das hätte ich schon fast vergessen. Gucken wir mal, was... Oh, ja, hier ist das Buch. Was das ist und wie die Werte sind. So. Geht ganz schön viel Verteidigung runter, nur wegen dem Ding. Was macht das denn noch? Ruft Schatten... Was? Schattenklone zu eurer Hilfe, wenn ihr einen Gegner betäubt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten. Wir betäuben ja relativ viel. Und dann können wir einen Schattenklon machen. Ah, ich weiß nicht. Es hat halt sehr guten Schaden. Kältefähigkeiten verursachen 14% mehr Schaden. Wir setzen kein Kält ein. Wir setzen Blitz ein. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Kritische Trefferchance wird erhöht. Aber ich weiß nicht, da bin ich echt gespalten. Ich heb's immer auf. Das ist irgendwie ein bisschen an dem Mod, den wir zuletzt gespielt haben. Ah, das war schon... Da habe ich auch immer alles aufgehoben. Ich weiß noch nicht, ob sowas bringt. Vielleicht beim Boss vielleicht so, wisst ihr? Oh, was ist das denn? Ih, was war das? Was war denn das für ein Ding jetzt? Zwei links und rechts. So, jetzt hoffe ich, dass es... Warte mal, Kern des Areat hat keine Ebenen. Übel und setzt sich fest. Doch nicht mehr lange. Ja. Tu mal nicht so. Warte mal, gucken wir mal. Ja, Kern des Areat. Und hier sieht man Asmodan, hier ist Zendaya. Hier nochmal schön die Karte zu zeigen. Hier sind wir reingekommen. Hier ist der ganze Turm, den wir nach unten gelatscht sind. Quasi. Und hier waren die Brücken. Hier hat sie bislang gedauert. Und hier waren wir mal ganz am Anfang. Also hier ist Ende. Leute, wir sind gleich am Ende. Ich bin am Ende. Und Asmodan soll ja nicht sehr leicht sein. Fällt das Denken schwer? So. Rache ist süß. Mal. Natürlich setzt er natürlich alle Viecher noch ein, die er hat. Oh, schon wieder ein. Ah, es geht schon wieder los. Mörser, was ist denn das? Ich warte immer noch. Wo ist der Boss überhaupt? Ich sehe ihn nicht. Ach, da hinten, als Succubus.
Das ist natürlich scheiße, denn die sind nicht so leicht hier. Ach, Mörser, jetzt sehe ich es gerade. Jetzt sehe ich, was Mörser ist. Noch nicht bereit. So, jetzt muss ich auch ein bisschen auf meine Lebenspunkte achten. Ach, da ist sie. Ah, ich tue auf jeden Fall schon ein bisschen Schaden zu fügen. Besser ist aber, wenn die Nahkämpfer schnell down sind. Nein, das werde ich nicht tun. Fuck, 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 fuck. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube jetzt wird es eklig. Raus, raus, raus. Nein. Es geht zu Ende. Nein, 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 das geht nicht zu Ende. Es geht niemals zu Ende. Wow. Wo ist er? Da ist er. Das wäre nicht sehr weise. So, ihr stirbt. Oh, schön betäubt dann weggehauen. Ich wollte schon fast die Ebene verlassen. So weit hatten die mich schon. Alter Schwede. Das ist geil. Jetzt macht es wieder Spaß. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt noch für uns schwer. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich spiele jetzt auf dem Paragon-Level. Und ich habe ein höheres Paragon-Level. Dann sind die auch wieder keine Gegner. Ich brauche mehr Zeit. Dann macht's wieder, dann ist es wieder relativ, naja. Aber das sind diese Einzelmomente, wo du wirklich überlegst, was machst du jetzt, wo musst du jetzt hin? Noch nicht. Noch mehr. Oh ja, toll. Nein! Arkan-Gefängnis, was? Das ist so scheiße. Das ist so richtig scheiße. Denn jetzt kann es passieren, dass sie mich fesseln und ich nicht rauskomme. Nein, das werde ich nicht tun. Ja. Und Aufseher haben wir auch noch. Müssen wir die Ulti aufheben für solche Fälle. Ich halt in die andere Richtung, wenn ihr mich den Weg blockiert. Nein! So, komm schon, stopp. Aber ihr könnt es zum Glück betäuben. Erfreut euch an eurem Sieg, mein Freund. Ach, der ist hier drüben gestorben, okay. Ah, das sind miese Kombos, muss ich sagen. Ah, das kommt durch den Schwierigkeitsgrad. Vorher hatten wir immer nur eine Fähigkeit oder mit maximal zwei Fähigkeiten. Alles, was wir gemeinsam durchgemacht haben, haben wir es fast geschafft. Asmodan wird durch unsere Hand sterben. Freue dich nicht so früh, man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Das ist eine ganz wichtige Lehre. So, aber hinten ist es schon, oder? Ich brauche mehr Zeit. Also der Pfeil zeigt eindeutig ja in diese Richtung. Aber ich denke mal, das wird noch ein langer Weg jetzt werden. Quasi so der letzte Marsch. Die Siegesbahn. Bis zum Ziel. Oh, hallo, noch ein Fettsack. Den betreibe ich natürlich ein bisschen. So. Und da ist er platt. Einzige Gegner haben keine Chance gegen mich. Also ganze Gruppen, die können ja ganz schön was verursachen. So, gewaltige Fahrtbeste, die mache ich sehr platt. Weil die sind wirklich die einzigen gefährlichen Gegner hier unten, muss ich sagen. Die Hügel gehen ja eigentlich. Auch die Ghule. So. Was haben wir hier? Dämonenverhältnis nochmal? Oh, da kommen wir schon wieder angesprungen. So ein Hüpfemann. So, komm. Okay. So, der ist auch platt. Aha. Da unten ist es. Okay, Leute. Herz der Sünde, wir sind am Ziel. Das letzte Übel wartet auf uns. Los geht's. Warte, halt, wir gucken erstmal, was haben wir denn hier Feindes gekriegt? Ach, nichts Erwähnenswertes. Okay, los geht's. Asmodan, wo steckst du? Wo bist du? Langer, langer Weg, Riesenraum. Ich weiß gar nicht, wie er funktioniert. Ich habe ihn schon mal getötet, das weiß ich. Aber das war so leicht. Ich wusste nicht, was er eingesetzt hat. Das war ein KM-Gegner, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, was er kann. Das ist schon... Jetzt wird's interessant. Närrischer Nephalem. Wenn der Seelenstein in meinem Fleisch eingebettet ist, dann werden die Sieben in mir vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Das hoffst du, denke ich mal. Und los geht's.
Alles klar, jetzt geht's ab gegen den Herrn der Sünde. Und wir müssen, oh Gott, müssen Ball spielen? Ich weiß es nicht, oh Gott. Ich brauche mehr Zeit. Okay, der hat auf jeden Fall ganz gut Lebenspunkte. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen spielen mit ihm. Was ist das denn? Die Leichenteile. Oh Gott, was? Meine Diener werden sich an deinem Stolz laben. Okay. Dein Fleisch. Okay, okay, der Feuerball darf uns nicht treffen. Der Feuerball darf uns nicht treffen, definitiv nicht. So, noch ein paar. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Ist das Portale? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn? Oh Gott. Okay, okay. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Der Raum wird nämlich immer. Kommen die. Sind das Portale? Ah, das sind Portale. Dämonentore. Ach so. Da kommen die her. Der macht immer mehr Dämonenportale. Deswegen kommen hier immer mehr Viecher. Nein! Oh Gott, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Du kannst. Dann kann ich mich gar nicht auf Dings konzentrieren. Nein! Oh. Das war knapp. Oh Gott, da macht wieder einen Ball. Weg, 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 weg. So, okay. Ich habe jetzt wieder unter Kontrolle. Ich habe nur die Dinger nicht gesehen. Oh! Ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Oh, was ist das für eine Fähigkeit? Arrogant? Wer ist denn hier arrogant? Halt die Schnauze! So. Und hier, friss. Meine Ulti. Das war's. Komm, stirb. Und Level 50. Ist der gerade durch ein Portal verschwunden, oder? Nee, das ist seine Seele. Asmudans Seele. Scharfschütze. Und wir haben Level 50 erreicht. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alle Übel besiegt. Und damit haben wir auch alle Übel im Seelenstein. Wir haben es geschafft. Schnell, Lea. Fang Asmodans Essenz im Seelenstein ein. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen.